So, hallo Leute. Ich wollte euch kurz mal was zeigen, und zwar geht es um den Ninja, wie der den Dreifachsprung in der Luft machen kann. Also er kann ja in der Luft kann er ja nochmal springen, und durch den Perk Gottes am weiteren Sprung kann er zusätzlich nochmal zweimal springen, also das heißt dreimal springen quasi in der Luft. Wie bekommt man den? Den bekommt man, wenn man sich aus der Sammlung, wo haben wir das? Eventanhänger, Frühlingsheld, ne, wo haben wir den denn? Ne, da nicht. Erweiterungsanhänger. Ach man, wenn man das mal sucht. Und den chinesisches Neujahr hält. Man braucht den Wukong, braucht man. Den braucht man einfach nur aus der Sammlung rekrutieren, wie auch immer. Held kann man rekrutieren. Ja, leider nur mit den Scheinen. Man braucht diesen Helden, dann kriegt man automatisch den Gottesanbeterin Sprung. Ich habe keine Ahnung, warum das so geregelt ist, aber man braucht eigentlich nur den. Wenn ihr den habt, dann habt ihr automatisch, kriegt ihr den Gottesanbetersprung, dann könnt ihr den auch wieder in die Sammlung tun. Dann habt ihr das im Fehlen. Für immer und ewig. Kann man da aus Slot holen? Ja, V-Bucks halt. Ja, dann habt ihr halt diesen Gottesanbetersprung. Erfordert drei zusätzliche Ninjas. Und daher. Ja. Ist das die einzige Möglichkeit, um den zu kriegen? Anders kriegt man den leider nicht.